seid ihr rausgegangen auf die Fläche? Ja, okay, ja. In dem Vertical Bike, speziell getrieben durch den Megatrend E-Bike, durch neue Kundengruppen, die sich dadurch ergeben, auch ganz neue Anwendungsfälle, haben wir halt gesagt, wir brauchen physische Aufschlagpunkte für unsere Kunden, damit die testen, probieren können, damit die eben nicht einen Artikel, der dann irgendwie 3.000-4.000 Euro kostet, so online bestellen müssen, der kommt dann falsch an, wird in den fünften Stock mit zwei Jungs halt irgendwie hochgetragen, wird im nächsten Moment wieder runtergetragen, bei falscher Größe, ist halt Katastrophe. Ja, das heißt, da versuchen wir die Kundengruppe, die da eine Hürde eben sieht, über die Stores abzuholen. Also es ist erstmal eine sehr rationale Entscheidung, die halt getrieben ist aus dem Kundenproblem heraus und gar nicht so stark, wir wollen jetzt Experience machen. Also wenn du in unsere Stores reingehst, in die Pastors, die wir jetzt in Deutschland haben, dann sind das relativ nüchterne Fahrradläden. Da ist jetzt gar nicht so viel, also du siehst jetzt weder verrückte Screens, wo man jetzt irgendwie hin und her swipen kann, noch siehst du irgendetwas übertrieben Digitales, sondern es stehen einfach die Produkte dort, weil der große Mehrwert kommt dadurch zustande, dass wir eine enorm starke Logistik in der Hinterhand haben, die es halt gewohnt ist, in kurzer Taktung Bikes und Produkte halt durch ganz Europa zu schicken und jetzt eben auch die Stores beliefert. Das heißt, wir kommen eher so über Prozesse, die im Hintergrund laufen, die halt überproportional gut sind. Wir haben Wissen über eine riesige Datenmasse natürlich, welche Bikes in welchen Regionen gut laufen, welche Bikes wir gerade pushen wollen oder können und machen darüber die Sortimentsauswahl. Und wir erlauben es dem Kunden natürlich, an jeder Stelle im Laden auf das Online-Sortiment zuzugreifen, Sachen in den Laden zu schicken, im Laden eine Online-Order zu machen. Das sind so alles Themen, die ich persönlich, also die waren weder hier diskussionswürdig, ich glaube auch gar nicht, dass sie im Handel noch so stark diskutiert werden, weil sie halt einfach, das ist halt Brot- und Buttergeschäft und natürlich geht das alles und das wird auch genutzt, aber der große Vorteil liegt eher für uns in den Stores, genau, dass der Kunde dort ausprobieren kann und dass im Hintergrund Prozesse im Vergleich zu anderen Fahrradhändlern einfach signifikant besser laufen und signifikant auf größerem Scale laufen und dass deswegen die Geschäfte unterm Strich vermutlich ein Ticken besser sind als andere. Wie weit ist euch egal, wo die Conversion stattfindet? Wenn ihr gut seid, dann könnt ihr sagen, entweder im Laden oder direkt beim Verlassen des Ladens oder dann abends zu Hause. Inwieweit ist euch das wurscht, wo die Conversion passiert? Hauptsache bei euch. Also mir ist es total egal. Meinem Chef ist es total egal, den Teams vor Ort in den Stores ist es, glaube ich, nicht immer ganz egal, muss ich ehrlicherweise gestehen. Weil es gibt ein paar Umsätze, die im Laden triggern können, die nicht direkt im Laden gemacht werden, die dann aber im Nachgang zugeordnet werden. Ja? Also, keine Ahnung. Natürlich werden die im Laden initiierten Online-Sales im Nachgang irgendwie zugerechnet. Natürlich bekommen die, wenn ein Pickup-Service gemacht wird, bekommen die quasi einen Teil des realisierten Umsatzes dann irgendwie zugerechnet. Ja. Ja. Trotzdem sind die natürlich verärgert, wenn der Kunde irgendwie sagt, ich habe mich jetzt eine Stunde beraten lassen, ich kaufe dann heute Abend vermutlich zu Hause. Das sind halt dann Customer Journeys, die wir halt nicht sauber mappen können. Können wir nur sagen, ja, hier hast du einen Gutschein, löst den heute Abend ein, dann um halt ein gewisses Tracking sicherstellen zu können. Es gibt aber garantiert immer Kunden, die das nicht tun, die wir nicht nachvollziehen können. Gibt es aus deiner Sicht noch irgendwas, wo wir wissen sollten, wenn wir so die vier Treiber für den Stationärhandel hier mal so betrachten, wo du sagst, okay, ganz wichtig, vergesst das nicht, den Bereich. Gibt es irgendwie noch was Wichtiges, was du hier klassischen Händlern oder Marken mit auf den Weg geben möchtest? Was wir total gemerkt haben, auch in der internen Diskussion und dann eben auch in der Kandidatenauswahl, dass sich aus meiner Sicht die Rolle auch von dieser Person, der
oder die dann eben quer durch Deutschland reist und versucht, die Stores eben auf Vordermann zu bringen und zu verbessern und den Dialog hier intern mit dem Headquarter führen muss, dass die sich halt zumindest in unserem Setup wahrscheinlich fundamental unterscheidet von dieser klassischen Gebietsleiterrolle, der vielleicht mit dem A6 irgendwie durch die Gegend düst und einmal pro Tag in der Filiale eincheckt. Und so. Das heißt, er selber hat jetzt eben auch vorher einen Online-Shop geleitet. Ja? Also das heißt, wir brauchen da Leute, die halt komplett in Prozessen denken, die in KPIs denken, die natürlich schon auch ein Gefühl haben für Leute und für Führung vor Ort, weil dann hast du dann jeweils vor Ort natürlich die Filialleiter und musst irgendwie auch noch in den klassischen Rollen drin sein, so der Motivator vor Ort. Ja, auch das finde ich ist auch wichtig. Und zwar ist aber im Endeffekt viel, viel wichtiger, dass er ja, diese Ausbildung eben hat in wie funktioniert ein Online-Shop, wie schaffe ich es eben aus dem Online-Shop raus, einen digitalen Service in den Store weiterzubauen. Ja, wie sind, keine Ahnung, Tech-Setups gebaut. Ja, also das war uns viel wichtiger, als dass er jetzt irgendwie einen Umsatz pro Quadratmeter hoch und runter deklinieren kann. Das heißt, da hat sich, und ich glaube, da verändert sich halt viel, weil ich glaube, dass die Anforderung an diese Person eben zukünftig nicht mehr nur sein wird, der Motivator und der Voranpeitscher auf der Nachkommastelle im Umsatz zu sein, sondern eben in der Lage zu sein, eine Filiale auch anders zu denken und auch anders zu führen und eben Anforderungen, die sich daraus ergeben, halt in der Zentrale ganz anders zu platzieren, als es vielleicht früher gemacht wurde.